Ich heiße nicht nur Captain Dux, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem neuen Teil Tribe. Ja, gutes Wetter, kein Regen, Monsunzeit ist vorbei. Vor allem hier. Ich glaube auch, dass hier ein bisschen anderes Wetter ist als drüben im Dschungel. Was wollte ich denn noch errichten? Ich glaube, eine Holzfällerhütte, ne? Holzfällerhütte ist auf jeden Fall diese Folge noch Pflicht, dass wir auch Holz haben. Ja, na, gucken wir mal. Und damit, let's go. So, Holzfällerhütte, wo war die nochmal? Jäger, Kochhütte, Fischerhütte. Hier, Holzfällerhütte. Brauchen wir noch Holz? Na, natürlich, natürlich. Guck mal im Lager, was wir noch haben, ob wir noch überhaupt irgendwie was haben an Holz. Natürlich nicht. Natürlich haben wir kein Holz. Aber ich kann hier mal ein bisschen meine gesammelten Ressourcen reinquetschen. Steine brauche ich erstmal nicht. So, na, dann hacken wir was. Dann hacken wir was. Und dann können wir auch noch diese Folge das Ritual Geschenk des Tons durchführen. Irgendwas ist ja mit Schwefel. Irgendwie brauchen wir Schwefel. Bin gespannt, wo man das herkriegt. Ich habe ja an den Steinen am Strand immer mal so gelbe Flecken gesehen. Und dachte ja eigentlich schon, dass das Schwefel ist. Aber da wird mir nichts angezeigt, dass man das abbauen kann. Also, ich weiß noch, dass für die Holzfällerhütte man viel Holz gebraucht hat. Das war ja das Ironische an der Sache. Deswegen hacke ich mal ein paar mehr. Ich könnte, da wir jetzt so viel Fleisch haben gerade, mal einstellen, dass der Jäger nicht Fleisch, sondern Leder sammelt. Ich glaube, das macht Sinn. Ey, eigentlich gibt es hier im Wald eine große, schöne Lichtung. Und da können wir doch den Holzfäller in den Wald setzen. Holzfällerhütte? Ja, können wir. Geilomat, machen wir das doch. Ey, unglaublich viel Holz. Krass. Und jetzt brauchen wir Bambus. Gut, muss ich auch, ich weiß nicht, guck mal, ob ich im Lager Bambus habe. Ansonsten muss ich es auch selber schlagen. Nein, natürlich haben wir keinen Bambus und natürlich muss ich los. Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, wenn wir die Holzfällerhütte endlich haben, dann ist ja das alles kein Problem mehr. Das ist ja nur noch die Zeit ein Faktor. Guck auch gleich mal, wie viel Bambus, was wir jetzt an Werkzeugen haben. Werkzeugmacherhütte macht Hammer. Aber der hat jetzt auch drei. Also mach mal Äxte bitte, damit wir gleich Werkzeug haben für die Holzfällerhütte. Wenn wir die jetzt schon bauen. Meine Axt ist auch gerade kaputt gegangen. Top, ich brauche, glaube ich, kein Bambus mehr. Ich habe jetzt 47. Das müsste reichen. Oh, jetzt kommt das Gras. Okay, davon haben wir 93. Ja, easy peasy. So, Inneneinrichtung. Ja, da fehlt uns natürlich, da fehlen uns noch zwei Holz. Natürlich. Ach so, ich habe ja keine Axt mehr. Lol. Warte mal, habe ich noch eine Axt im... Nein, habe ich natürlich... Nein, oh Gott. Wir gucken mal, was die Werkzeugmacherhütte jetzt schon an Äxten gemacht hat. Aber im Marktplatz war noch Holz und Bambus. Geil. Sehr gut. Dann bauen wir auch gleich mal ein Bambustotem. Habe ich noch eins? Nee. Aber ich habe ein Steintotem. Naja, bauen wir ein Bambustotem. Mit Lagerhütte. Sehr gut. Axt ist auch gleich drin. Und wir stellen mal zwei ein, die jetzt Ressourcen für uns sammeln. Viel Spaß, Jungs. So, kurz mal in die Verwaltung rein. Lunzen. Auch mal in die Verwaltung der Dings reingucken, des ersten Dorfes. Werkzeugmacherhütte macht nämlich gerade Äxte. Mach mal einen großen Speer, weil Fischerhütte ist out of Speer. So. Sammlerhütte sammelt Ranken. Ja, von mir aus. Schamanhütte hat niemanden angestellt. Ja, 15 Messer, Alter. 15 Messer. Holzfällerhütte sammelt Bambus. Marktplätze. Ah, okay. Wir werden gerade beliefert mit Ranken und Bambus. Und sammeln mal Holz. Holz habt ihr nicht genug. 5 nur. Das ist okay. So, unsere Sammlerhütte sammelt gelbes Gras. Keine Ressourcen mehr. Liefere halbfertige Produkte. Alter, okay. Dann sammeln mal göttlichen Sand. Okay. Dann mache ich erstmal meine Hacke in den
ins Lager rein. Kann ich vielleicht noch mehrere Hacken herstellen? Da brauchen wir Steine für. Naja, das haben wir doch. Haben wir doch alles im Lager. So, 3 Hacken. Mal easy hergestellt. Rein damit. Das Lager ist halt auch schon fast voll, ne? Wir müssten dann, wenn das hier voll wird, so ein bisschen was in der Markthütte lagern. Zum Beispiel sowas hier. Können wir in der Markthütte lagern. Jetzt sammelt die Sammlerhütte. Alter, die hat schon 13. Göttlichen Sand. Ach nee, der göttliche Sand ist, glaube ich, das, was sowieso schon im Lager war. So. Jägerhütte sammelt Leder. Top. Hier werden Äxte hergestellt. Da haben wir erst eine. Das ist auch gut. Kochhütte kocht. Ihren Scheiß. Holzfällerhütte sammelt Holz. Top. Ja, ja, gut. Dann lege ich mich erstmal pennen, nachdem ich was getrunken habe. Läuft doch mit der Eco im zweiten Dorf. Ich bin zufrieden bisher. So, jetzt können wir das Ritual durchführen. Geschenk des Tons. Da brauchen wir 3-mal göttlichen Weihrauch. Nur. Okay. Okay. Aber ich werde auch gleich die Ressourcen sammeln für die mittlere Schlafhütte. Dass wir die freischalten können. Brauchen wir 15 von jedem. Göttlicher Weihrauch braucht Tonschalen und das da. Ah. Wie stellen wir Tonschalen her? Mit Ton. Ja, easy. Dann lass mal bitte. Und das können wir dann automatisieren, wenn wir die Forschung haben. So, jetzt haben wir 25 Tonschalen. Können wir göttlichen Weihrauch herstellen? Oh. Ah, da brauchen wir echt viel von dem göttlichen Sand, ne? Naja, also kommen wir nicht drum rum, da selber erstmal Hand anzulegen. Gut zu wissen. Dann sammeln wir mal den Bums. Hack is ready. Wo war der? Da vorne, ne? Ja. Da hinten im Wald haben wir nochmal so einen Spot, wo wir was sammeln können. Also 2 Spots haben wir ja direkt am Lager. Ich habe eine Theorie zu den Sammlern. Und den Holzfällern. Die gehen immer dahin, wo noch ein Vorkommen am Stein hängt. Zum Beispiel für göttlichen Sand jetzt, ne? So. Wenn ich das jetzt aber abernte, dann laufen die nicht etwa hier nochmal hin und hacken hier ein bisschen rum oder so. Sondern die suchen sich dann wieder ein Vorkommen, was ich noch nicht abgebaut habe, um da ein bisschen dran rumzuhacken. Die bauen das selber nicht ab. Aber die laufen halt bis dahin. Und jetzt ist die Frage halt, kriegen wir erst göttlichen Sand, wenn der Dude zurück an der Hütte ist? Oder läuft das automatisch und das ist nur ein eine kosmetische Funktion, dass die hier hinlaufen und hier was abbauen? Wisst ihr, was ich meine? Das wäre interessant zu wissen. Könnte man jetzt bestimmt irgendwie testen oder so, aber scheiß drauf. Weil die Holzfäller gehen ja auch nur zu einem noch stehenden Baum. Nicht dahin, wo ein Stamm, also so ein Holz, ach Mann, ihr wisst, was ich meine, so ein Stumpf ist. Warum komme ich nicht auf das Wort Stumpf? So, wir gucken mal in die Lagerhütte, was jetzt an Leder schon gesammelt wurde. 15 Leder. Okay. Sammeln wir mal bitte kein Leder, sondern Knochen. Danke. So, jetzt haben wir 12 Knochentalismane. Ich schalte jetzt erstmal das hier frei. Die Töpferhütte. Töpferhütte freigeschaltet. Nice. So, gucken wir gleich mal, was man in der Töpferhütte macht. Beschäftige hier Stammesangehörige und gib ihnen das nötige Werkzeug, um Ton oder Töpferwaren herzustellen. Naja. Oh. Hier brauchen wir Ton. Naja. Die Vorhütte besteht aus Ton. Natürlich. Ob wir da genug Ton haben? Nein. Natürlich nicht.
Und eine Hacke habe ich leider auch nicht mehr. Aber ich kann noch eine herstellen. Und zwei tun wir ins Lager. Außer das Dach besteht jetzt auch komplett aus Ton, aber ich glaube nicht. Stimmt, es besteht aus großen Blättern. Das ist nämlich, große Blätter sind eine der Ressourcen, die wir hier überhaupt nicht haben. Das heißt, liefer mal große Blätter. Große Blätter, 46. Und hier bitte auch große Blätter sammeln. Sehr gut. Was habe ich gesagt? 46? 46, ja. So, hier fehlen Steine beim Werkzeugmacher. Der würde gerne Äxte herstellen. So, was bauen wir noch? Was ist das denn? Oh, lol. Eine Figur. Bin ich das? Bestimmt. Die lieben mich. Das muss ich sein. Bambustotem. Bambustotem müssen wir noch errichten. Und dann können wir irgendwann mal überlegen, was wir mit unserem Steintotem machen. Haben wir noch gar nicht im Einsatz. Ich glaube, das lege ich in die Sammlerhütte. Weil die Sammlerhütte muss sammeln. Top. Was kann man jetzt hier machen? Tonschein und Tontotem. Tontotem haben wir noch nicht freigeschaltet. Truhe, Töpferhütte. Okay. Die haben auch noch mal eine Truhe. Es könnte natürlich sein, dass wenn die Hütten zu viel produzieren, was nicht mehr ins Lager passt, dass das dann in die hütteneigenen Truhen rutscht. Ich hoffe, das ist so, weil das wäre mega klug. K-L-U-K. Klug. Wäre das. So. Haben wir jetzt wieder Knochen? Ich brauche noch zwei. Ja, wir haben noch Knochen. Sehr gut. Ich hoffe, das reicht. Ja. Nee. Ich brauche drei. Ach, lol. Mir fehlen noch Knochen. Mir fehlen noch zwei Knochen. Naja. Aber wir können erstmal schlafen. Vielleicht sind die Knochen dann auch da. Was trinken. Und pennen gehen. Haben wir Knochen? Ein Knochen. Digi, mach halt noch einen Knochen. So, wie sieht's jetzt aus? Nochmal kurz in die Eco gucken. Ja, wir haben jetzt zwei Speere. Wir lassen hier noch ein bisschen Speere machen. Holz haben wir auch wieder ganz gut. Sammlerhütte sammelt Steine. Okay. Jägerhütte sammelt Knochen. Wir haben aktuell keine Messer mehr. Dann lass mal Messer herstellen. Das passt auch ganz gut mit der Sammlerhütte, wenn die jetzt Steine sammelt und wir Messer herstellen. Weil Messer sind halt Steine. So. Genau, wir gucken uns mal die Töpferhütte an. Wir haben ja bis jetzt noch keinen eingeteilt, der da drin arbeitet. Nee, das ist die Sammlerhütte. So. Das ist die Töpferhütte. Ja, wir könnten halt automatisiert Tonschalen herstellen. Aber das geht schon so in die Richtung Schamanenhütte. Lass mal lieber Ton sammeln. Ja. Das macht eigentlich schon mehr Sinn. Aber wir haben halt keine untätigen Stammesangehörigen und ich würde auch ungern jetzt einen aus der Eco nehmen. Wir könnten höchstens Holzfällerhütte einen rausnehmen. Dann haben wir überall einen drin. Fühle ich aber nicht. Wir machen lieber jetzt noch die Forschung fertig und bauen so eine größere Schlafhütte. So eine mittelgroße Schlafhütte. So, ein Knochentalisman. Und dann haben wir 15. Dann können wir das andere Ritual machen, um die größere Schlafhütte freizuschalten. Easy peasy. Aber hier können wir Tontotem auch freischalten. Aber wir machen erstmal die mittlere Schlafhütte. Bei Tontotem ist natürlich auch krass, wenn wir jetzt jede Hütte mit einem Tontotem ausstatten, dann läuft das hier sehr viel besser. Okay, die haben hier Sonne. Nee.
Hä? Das sieht wirklich genauso aus. Sind hier einfach mehr Betten drin? Wo haben wir? Oh, sieht das geil aus, wenn die Bäume jetzt nachgewachsen sind mit der Holzfällerhütte. Guckt euch das an, da direkt im Dschungel. So, mittelgroße Schlafhütte. 1, 2, 3, 4, 5 Leute können hier rein. Nice. Na, dann laufe ich jetzt gleich erstmal zum Speer. Wo ist er? Da hinten. Und der sagt uns, wo wir neue Leute finden. Da ist er, der Speer. So, brauchst du neue Bewerber? Tu ich. Ich habe den Ort, wo ich das Lager gesehen habe, auf der Karte markiert. Geil, geil, geil. Huch, jetzt wollte ich ihn schon hauen. Oh, da hinten wieder. Okay, dann laufen wir mal hin. Ja, guck doch mal, hier sind sie doch. 2. Nee, 3. 3 sind's. Sehr gut. So, folge uns. Sehr gut. Du bitte auch. Top. Und du auch. Sehr schön. 3 neue Dorfbewohner. So, gucken wir mal ganz kurz in die Eco rein. Läuft noch alles. Werkzeugmacherhütte hat 3 Messer hergestellt. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Überall 3. Schön. Hier oben sollten wir Äxte herstellen in dem anderen Dorf, weil der Holzfäller hat nur noch eine Axt. Und dafür brauchen die Ranken. Aha, okay, okay. Dann sammeln wir mal Ranken. Bei uns läuft noch alles. Wir haben zurzeit 45 Essensrationen. Das ist auch gut. Davon muss ich mir mal ein paar einstecken. Und wir sollen ja auch noch in der Mainquest mit der Ältesten jetzt sprechen. Das können wir auch gleich machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder 3 untätige Stammesangehörige. Schön. Ich habe überlegt, vielleicht noch eine zweite Sammlerhütte ins zweite Dorf zu bauen. Eine, die vielleicht gelbes Gras sammeln kann. Da müssen wir mal aufpassen, wo wir die positionieren. Weil die aktuelle kann kein gelbes Gras sammeln. Das ist doof. So, quatschen wir mal mit ihr. Ist das Ritual fertig? Natürlich. Gut, gut. Du solltest ihrer Führung folgen. Hilf unserem Meistertöpfer und baue ihm eine Töpferhütte, um die zu ersetzen, die wir verloren haben. Das haben wir doch auch schon gemacht. Hast du die Aufgabe erfüllt, Fremdländer? Natürlich. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt, wo der Stamm unsere Geister wiedererweckt hat, müssen wir uns auf unseren großen Plan konzentrieren. Wir werden eine große Menge Töpfe und Schwefel sammeln müssen. Zusammen werden sie die Schlüssel dazu sein. Die Schlüssel dazu sein, die Felsen zu zerstören, die unseren Weg zum Nordstamm versperren. Aha. Sprengstoff platzieren. WTF. Wo ist das? Da. Okay. Ach, bin ich jetzt schon drauf und dran, zum Nordstamm zu gehen? Okay. Okay, ich dachte, ich bleibe hier noch eine Weile. Ich dachte, ich baue hier noch ein bisschen das Lager aus. Schade, jetzt müssen wir schon wieder zum Nordstamm. Aber vielleicht können wir jetzt zum Lagerausbau, wenn wir da Sprengstoff platzieren sollen. Ja, wie macht man denn? Also, wie macht man denn Sprengstoff? ETF. Was können wir hier noch freischalten? Segen der Meisterung. Große Spitzhacke, Schieferstein, aha. Pilze, Pilzbräu, Steinstatuen. Und hier können wir Tontoten bauen. Dann würde ich sagen, schalte ich das doch erstmal hier frei. Oder zuerst das Tontotem. Das Tontotem ist, glaube ich, leichter herzustellen. So, stellen wir noch 4 Tonschalen her, dann haben wir auch die 10 voll. Müssen wir mal gucken, ob wir mit dem göttlichen Weihrauch... werden wir nicht reichen. Göttlicher Sand brauchen wir, ne? Wie sieht es hier aus mit dem Sammeln? Was sammelt die Sammlerhütte gerade?
Achso, wir können jetzt hier einen einsetzen, der Ton sammelt. Und das ist grün. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie verwirrt mich das. Stell die mal hier hin, da hat sie 100%. In der Hoffnung, hier läuft's besser. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Ressourcen gewastet dadurch, durch den Abbau. Aber scheiß drauf. Ich will, dass das funktioniert. Erstmal Totem rein und dann hier das rein. Sehr gut. So. Jetzt. Nochmal. Töpferhütte braucht ein Messer. Schließen wir mal an die Lagerhütte an. Schon wieder steht da keine Ressourcen. Halbfertig. Warte mal. Wir stellen jetzt mal kurz um. Ach so. Digi. Ah, ich hätte die da stehen lassen können. Standardmäßig stand die auf Tonschalen herstellen. Und jetzt? Was steht da jetzt? Jetzt pennen die. Und es sind halt keine eingeteilt. Komm. Mach mal einen rein da. Ja, wer soll das wissen? So, Messer haben wir jetzt genug. Mach mal. Was bräuchten wir? Mach mal erstmal grobe Hämmer. Nee. Haben wir noch drei. Mach mal große Axt. Grobe Axt. Groß. Warum ist bei mir immer alles groß? Ich verstehe es nicht. So, zurück mit dem ganzen Bums hier. Damit ihr wieder arbeiten könnt. Ihr kleinen, faulen Schweine. So. Ja, jetzt tut die Töpferhütte auch was. Hoffe ich. Was wollte ich noch bauen? Eine zweite Sammlerhütte, ne? Ja, das fühle ich. Sammlerhütte? Ja. Komm. Holz, Ast und Bambus. Bambus. Was liefert gerade die Markthütte? Die liefert große Blätter. Das ist nicht schlecht. Sammelt die auch gerade große Blätter? Ne, die sammelt gerade Ranken. Damit wir hier Äxte herstellen können. Ja. Das ist richtig so. Ah, Ranken brauchen wir jetzt auch hier. Haben wir noch 28. Sollte reichen. So, ich baue jetzt einfach hier. Er macht nur Stein und das. Okay. Also müssen wir die Sammlerhütte versetzen. Setzen wir die mal hier hin. Nur Stein? Ist doch aber gelbes Gras. Verstehe ich nicht so ganz. Bin ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich raus. Jetzt suche ich hier einen Spot, wo die auch gelbes Gras sammeln. Hier sammelt er nur Stein. Gibt's ja gar nicht. Okay, hier kommt ein bisschen gelbes Gras dazu. Also müssen wir vielleicht hier oben auf den Hügel die Sammlerhütte hinstellen für gelbes Gras. Boah, ist das weit weg von unserem Spot, ne? 50% gelbes Gras. Ja, lass hier bauen. Scheiß drauf. Gelbes Gras ist halt wichtig. Also zumindest wichtig, dass wir das hier sammeln können. Ich meine, ich könnte es immer noch per Hand sammeln, aber... Wäre mir schon lieber, wenn hier eine Sammlerhütte steht, die das macht.
Ja, jetzt fehlt mir Bambus. Haben wir noch eine Axt? Wir haben noch eine Axt. Und hier unten haben wir Bambus. Hilft sich ja. Ich habe auch Bock, nochmal im ersten Dorf ein bisschen was anzupassen. Weil mir wäre ganz lieb, wenn wir da vielleicht einen Werkzeugmacher haben, der nur Messer herstellt. Und eventuell noch eine Sammlerhütte. Also, dass wir ständig Ranken und große Blätter da produzieren. Weil, so wie ich das jetzt gesehen habe, brauchen wir für das Dorf am Nordstamm auch wieder genau die gleichen Ressourcen, weil die gibt es da nicht. Genauso wie es da keinen Ton gibt, wahrscheinlich. Den wir nur von hier kriegen. Also große Blätter und Ranken sind anscheinend das Unique Item des ersten Stamms. Die Unique Items. Wisst ihr, was ich meine? Also ich verstehe es nicht so ganz, weil... Also mit dem gelben Gras jetzt. Weil direkt da, wo ich die bauen wollte, war direkt daneben gelbes Gras. Aber er hat angezeigt, dass er dass er nicht auf die Ressourcen zugreifen kann. Das ist doch dumm. So. Jetzt stehen wir nämlich da und haben kein gelbes Gras. Ja, jetzt wird nämlich die Verwaltung, wenn wir nämlich drei Dörfer haben, die wird dann dementsprechend auch härter. Also bei zwei Dörfern ist es jetzt schon okay. Es ist überschaubar, aber drei Dörfer, da muss jedes Dorf für sich einzeln erstmal funktionieren. Und das funktioniert ja eigentlich auch. Die haben ja alle was zu essen. Es geht ja dann nur darum, dass die weiter Ressourcen fürs große Wohl, also fürs große Ganze produzieren, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich wieder Holz habe und so und Bambus und bla bla bla. Dass ich hier meinen Scheiß bauen kann. Es geht ja eigentlich nur darum, dass ich meinen Scheiß bauen kann hier. Und natürlich die Zusammenführung der Stämme wieder. Aber im Großen und Ganzen baue ich hier meinen Scheiß. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Folge die Töpferhütte gebaut. Und ich würde auch sagen, das war's für diese Folge. Warum das jetzt so buggy ist, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Vielleicht muss ich die Hütte doch nochmal versetzen. Keine Ahnung. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.